gebaut. Ach ja, das hat den Grund. Deswegen werde ich das andere MBF auch erstmal aufheben. Das hatte nämlich einen speziellen Grund, warum wir zwei MBFs kriegen. Das wusste ich beim ersten Mal nämlich nicht. Stimmt! Stimmt, stimmt, stimmt. Da war was. Richtig. Deswegen lasse ich den zweiten MBF extra MBF sein. Den brauchen wir, wie gesagt. Ja, Sir. In Ordnung. Stimmt, stimmt, stimmt. Erwarte Ihre Befehle. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 16 Minuten ungefähr bis zur zweiten Stunde. Eieieiei. Nase juckt gerade extrem. Konstruktion. Dankeschön. Und tut mir leid. Oh, ich hoffe, euch sind die Ohren nicht weggeflogen. Wird gebaut. Ich habe mich extra vom Mikro entfernt. Ah, oh, verdammt. Furchtbar. Es ist in der Nase kribbelt. Das ist so ein furchtbares Gefühl. Meine Güte nochmal. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Wird man nicht allzu weit erkunden, weil wir müssen ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nämlich nicht, wo die sowjetische Basis steht. Ich weiß nur, dass die Sowjets hier über zwei Stützpunkte verfügen. Das weiß ich. Aber wo die genau sitzen, weiß ich leider nicht. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt bauen wir auf jeden Fall erstmal einen Erztransporter. Nein. Und einen Großkraftwerk. Gebaut. Melde mich wie befohlen. Ja, melde mich wie befohlen. Das ist gut, dass ihr euch meldet wie befohlen. Und er kommt gleich mit Jax angeschossen. Ja. So kann ich nicht arbeiten, Leute. Gebäude verkauft. Muss ich gleich erstmal eine Cyborg-Kaserne bauen. Konstruktion abgeschlossen. So. Zwei Großkraftwerke und richtig schön unten, das ist in Ordnung, wunderbar. Konstruktion abgeschlossen. Und zwei Sammler. Ja, Sir, in Ordnung. Bauoption wird gebaut. So, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal eine Radarzentrale. Einheit. Energie ist erstmal kein Problem. Wird gebaut. Bereit zum Sofort. Und wir bauen, wie gesagt, erstmal die Rack Zeros, um erstmal die Flak zu vermeiden. In Ordnung. Wird gebaut. Ja, und schon werden sie erforderlich. So ist das. Konstruktion abgeschlossen. Und natürlich kommt da auch ein Cyborg. Ja, Sir. Ja, sehr gern. Ja, so, die Radarzentrale kommt direkt hier hin. Und das Tech-Zentrum. Hervorragend. Bestätigt. Sehr gern. Bestätigt. Jawohl. Bereit zum Einsatz. Einheit bereit. Ja, Sir, ja, ich vermine jetzt quasi mal meine gesamte Basis mit Rock Zeros und baue nebenbei schon mal Kampfpanzer. Stimmt, wir mussten einen Marineaußenposten oder so bauen, ne? Irgendwie so war das. Ich könnte natürlich theoretisch auch mein MBF auspacken, das würde die Gebäudeproduktion steigern. Aber nö. Mach ich nicht. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Ach Mensch, Typ. So, jetzt. Mann. Oh. Die Energie ist ordentlich in die Höhe geschossen, beziehungsweise der Verbrauch davon. Deswegen baue ich lieber noch ein weiteres Großkraftwerk. Kann ich ja sonst hier auch schön am Rand bauen. Konstruktion abgeschlossen. So. Stellen wir das MBF auf dem Erdfeld. Wird gebaut. Wird gebaut. Nein, bitte. Nase nervt mich gerade tierisch. Konstruktion abgeschlossen. So. Jo. Unser Stützpunkt wird Alter Schwede. Wird gebaut. Auf jeden Fall wird es, steht es schon mal fest, wir uns dem Ende der alliierten Kampagne tatsächlich nähern. Und das sind 18 Parts, also das ist echt bemerkenswert.
Sehr gut. Und weiter Panzer bauen. Konstruktion abgeschlossen. Einsatz schien möglich. La Werkstatt ist fertig. Sehr gut. Ah, der Schattengeneratoren sind da. Sehr gut. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, würde ich euch gerne erklären, was die Schattengeneratoren können. Denn sie sorgen dafür, dass die Sowjets den Bereich um die Geräte herum nicht sehen können. Mit ihrer Radarzentrum, mit ihrem Radar. Ein großer Vorteil, das heißt, wir können alle sehen, wo unsere Pläne vorantreiben, ohne dass unser Gegner irgendwas davon mitbekommt. Wir haben übrigens gerade weitere russische Flieger runtergeholt. Wunderbar. Das freut mich, Lars. So. Tötet ihr den bitte mal? Dankeschön. Ich werde euch auch beide da mal lassen. Konstruktion abgeschlossen. So. Gut, Energie sind wir eigentlich gut versorgt. Jetzt konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den Panzerbau und ich baue mal nebenbei nochmal ein paar Silos, damit wir auch ja genügend Lagerkapazität haben und er nicht durchdreht. Deswegen. Silos. Ja, ist ja gut. Wir haben Silos. Also nerv nicht rum. Konstruktion abgeschlossen. Einsatz nicht möglich. So. Wird gebaut. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Sehr schön. Wir sind bestens versorgt. Ja, Sir. Ich würde gerne mal den leichten Panzer hier mal als Aufklärer missbrauchen. Einfach mal, um zu gucken, wo das nächste Erzfeld ist. Gebaut. Bestätigt. Ich sehe da auf jeden Fall schon mal Edelsteine rumliegen. Bestätigt. Bestätigt. Ah, okay. In Ordnung. Ah, sehr gut. Okay. In Ordnung. Na, bestätigt. Da ruhig dahin. Einheit bereit. Bestätigt. Gebaut. Okay. Bestätigt. In Ordnung. Ja, das war klar. Oh, die sind sowieso in extrem Ordnung. Ungenau. In Ordnung. Also ich brauche eigentlich keine Flak zu bauen. Ich glaube, zwei Ruxeros dürften vollkommen ausreichen oder drei. Wird gebaut. Ich baue nochmal einen weiteren zusammen mit ein oder zwei Schützen. Ja, dürfte locker ausreichen, um Flugzeuge samt Piloten abzufangen. Sofort. Ihr ein Fahrzeug. So, und du erkundest mal bitte weiter. Bestätigt. In Ordnung. Bis er auf Widerstand stößt. Hui! Ja, das kann man durchaus als Widerstand werden. In Ordnung. Als nicht ganz unbeträchtlichen Widerstand. Achso, jetzt ist die Karte sowieso aufgedeckt. Sehr gut. Bestätigt, in Ordnung. Jo, das sind die Basen. Und er hat sehr viele Großkraftwerke oben. Ach ja. Stimmt, hier habe ich ja viel mit Helikoptern gearbeitet. Hm, ich erinnere mich. Das werde ich auch wieder tun. Das heißt, zum ersten Mal in der Alliierten-Kampagne werdet ihr die Hubschrauber der Alliierten im Einsatz erleben. Wie sie die Russen fertig machen, hoffe ich. Vor allen Dingen werde ich mir erstmal diese Basis hier vornehmen. Weil dann kann ich nämlich später mein MBF mal eben rüberjagen. Stützpunkt wird angegriffen. Was? Wie? Ja, der ist weg. Der ist auch weg. Nee, ich errichte die lieber hier oben. Da ist es mir irgendwie lieber. Sehr gut. Da baue ich mir jetzt eine schöne Staffel von Helikoptern auf. Dadurch, dass ich hier auch noch jede Menge Edelsteine habe, habe ich auch genügend Geld dafür. Und da oben habe ich auch noch ein riesiges Feld. Wunderbar. Der hat ja so gut wie keine Luftabwehr. Aber Tesla-Spulen hat er, okay. Hm. Konstruktion. Also die Basis macht auf mich den ersten Eindruck, als wäre sie leicht zu knacken. Natürlich kann der erste Eindruck auch täuschen. So ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die bemerkenswerte Luftabwehr da oben anschaut. Alter!
6 Tesla-Spulen und 3 Flugabwehrgeschütze. Eieiei. Nicht schlecht, Herr Specht. Also man sieht, an Luftabwehr haben sie wirklich nicht gespart. Bloß sie haben zwar die Kraftwerke gesichert, aber nicht den Rest ihrer Basis. Die Basis ist bis auf die 3 Mammutpanzer so gut wie gar nicht gesichert. Wird gebaut. Hier ist die Küste, wo wir fliegen können, beziehungsweise wo wir Werften nutzen können für Landungsaktionen. Okay. War klar. Bereit zum Einsatz. Bestätigt. Gut, der wurde schon mal abgefangen. Ja, Sir. In Ordnung. Achso, die sind auf Patrouille, okay. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Weiter! Bauen, bauen, bauen! Wir brauchen Hubschrauber. Entschuldigung. Kampfhelikopter heißen die übrigens. Kosten 1200. Sind sehr effizient gegen Fahrzeuge. Und gegen Gebäude, wie gesagt. Ja, Sir. Jawohl. Ja, Sir. Jawohl. Hier Einsatzfahrzeug. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ich weiß, es wird einige vielleicht schreiben, sag mal, übertreibst du es nicht langsam? Nö. Finde ich nicht. Man kann es eigentlich nicht mit Luftwaffen übertreiben. Erwarte Ihre Befehle. Vor allem, wenn sie den Angriff bilden. Dieser Angriff wird sich auch lohnen. Vor allem, weil ich mir erstmal diese Basis hier gerne vorknüpfen möchte. Das heißt, wir müssen erstmal uns hier den Mammutpanzern entledigen. Sobald die nämlich erledigt sind, dürfte der Rest der Basis kein Problem sein. Konstruktion abgeschlossen. So, dann speichere ich das schon mal unter Let's Play 2. Gespeichert. Haben wir noch ein paar Minuten? Erwarte Ihre Befehle. So, Team 2. Und Team 2 startet jetzt gleich erstmal richtig durch. Aber währenddessen geben wir erstmal einen Panzer in Auftrag. Bestätigt. Und ihr startet jetzt durch und schnappt euch den Mammutpanzer. Er mag zwar mächtig sein, aber gegen Luftwaffe, gerade wenn es so viele sind, macht er eher einen schwächlichen Eindruck. Bestätigt. Einheit bereit. Vor allem, wenn er erstmal sich durch die Mauer ballern muss. Melde mich wie befohlen. Jo. Ihr Einsatzfahrzeug. Fast ohne Widerstand erledigt. So gut wie erledigt. Zugegeben, ein paar Lebenspunkte hat er noch, aber nicht sehr viele. Und die anderen Panzer gehen wieder zurück auf Position. Gut, das heißt, beim nächsten Flug ist er erledigt. Der erste Mammutpanzer. Und vor allen Dingen heißt es, wir brauchen noch einen weiteren Heliport. Also es dürfte schon mehr als eine Staffel sein. Ich habe das mal gelesen, wie viel eine Staffel ist. Also eine Staffel dürfte, glaube ich, 6 Flugobjekte sein. Da wir jetzt schon 6 Hubschrauber haben, dürften wir eine Staffel zusammen haben. Ich glaube, bei 7 oder mehr ist es schon ein Geschwader oder umgekehrt. Irgendwie so. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Würde mich sehr interessieren. So, und währenddessen bauen wir weiter Panzer. Also unsere Panzerfabrik hat gut zu tun. Beziehungsweise unsere Waffenfabrik, wie sie ja hier heißt. Ja, Sir. Nee. Ja, Sir. War ja klar. So. Bestätigt. Ja, Mist. Ich glaube, ich baue doch mal hier eine Flak hin. Das nervt ja tierisch. So, ihr schnappt euch mal den Mammutpanzer da und erledigt diesen auch. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Sehr schön. Und jetzt den anderen Mammutpanzer. Schnappt ihn euch! Wenn ich Hubschrauber verlieren sollte, ist es nicht so schlimm. Auch die können wir natürlich ersetzen. Ja, Sir. Okay. Gebaut. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Vor allem, die scheinen teilweise noch nicht mal richtig zu treffen. Was auch noch gut ist.
Und meine Panzerarmee wächst unterdessen. Einheit bereit. Finde ich gut. Vier Einsatzfahrzeuge. In Ordnung. So, du reparierst dich erstmal. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Okay. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Das ging schnell. Dann bist du jetzt dran. Danach du. Dann du. Dann du. Wird repariert. Einheit. Okay, das ist erledigt. Nächster. Erwarte Ihre Befehle. Wird repariert. Einheit repariert. Erledigt. Und jetzt du. Ja, Sir. Der ist voll. Das ist ganz gut. Wird repariert. Er hat jetzt noch zwei Mammutpanzer. Einer davon ist schon schwer beschädigt. Erwarte Ihre Befehle. Sehr gut. Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. Dann los, meine Freunde. Schnappt euch den Mammutpanzer. Danach krallen wir uns einen Bruder vor. Aber das werden wir dann höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Session in Angriff nehmen. In der vierten und vielleicht auch schon die letzte Session. Ich weiß es nicht. Es wird sich dann zeigen. Einheit bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Hier ist bestätigt. Wird gebaut. Ja, wunderbar. Die Lippe bestückt sich schon mal schön neu. Ja, ja, ja. Ja, ja. Einheit bereit. Wird gebaut. Oh, der ist gelb. Okay. Der hat am meisten abbekommen, aber das macht auch nichts. Ja, Sir. Dann repariere dich erstmal, danach ist der andere oben dran und dann können wir sie schon wieder in Angriff legen. Repariert. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen überziehen um 5 Minuten. Es dürfte verkraftbar sein. Es macht gerade so viel Spaß. Diese Mission ist tatsächlich eine Mission, die ich richtig gut finde, muss ich tatsächlich sagen. Also ihr habt ja schon mal eine Hassmission gesehen. Die Mission ist eher so eine, ja, ist eine schön entspannte Mission eigentlich. Auch wenn der Zeitdruck durch die Zeit da eingeleuchtet wird, aber mein Gott. Wir haben 1 Stunde 23 Zeit. Wir haben Hubschrauber ohne Ende. Die kümmern sich um die Basis hier drüben. Dann ist das Ding schon mal weg. Und meine Panzer können sich um die Basis kümmern mit Unterstützung meiner Hubschrauber. Also ich denke mal, das dürften wir locker auf die Reihe kriegen. Ja, so viel mal dazu. Ja, wunderbar. Wird gebaut. Vor allem, ich könnte ja so dreist sein, den direkt vor die Nase hier in den Werft zimmern, ein Boot bauen und dann mein MBF darüber jagen, weil es gibt hier so schön viele Erzfelder, die könnte man glatt nutzen zum Abbauen. Ja, Sir. Wäre richtig schön frech. Einheit bereit. Können wir nicht auch diese Transporthubschrauber bauen? Nee, leider nicht. Schade. Oh, ich glaube, die Panzer sind ein bisschen voll. Ja, Sir. Ich glaube, die Panzerfabrik ist ein bisschen überlastet. Erwarte Ihre Befehle. Hoppla. Scheiße. Das war natürlich aus Versehen, ne? Ist klar. Also hätte ich jetzt eine Webcam drin, würdet ihr sehen, wie breit mein Grinsen gerade ist, so ein bisschen. Ja, ich kann ja auch haufenweise Tiberium-Silos bis zu der Küste bauen und dann eine Werft bauen. Das geht auch. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ja, sehr schön. Und das Gebäude bitte auch noch mit. Hervorragend. Ist jetzt nur noch die Befehlsstelle da und dann ist das Ding erledigt. Wird gebaut. Ja, so schnell kann das gehen. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Und währenddessen baue ich mich mit meinen Erzsilos schon mal bis zur Küste vor. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Geht langsam die Kohle aus. Das finde ich nicht gut. Oh, das könnte da halt lieber, weil es hier ein bisschen voll ist. Scheiße. Unser
Stützpunkt. Eieiei, das ist gemein. Das ist frech. Das ist böse. Das geht gar nicht. Wird gebaut. Ganz böse auch noch Mix schicken hier. Geht ja gar nicht. Abgeschlossen. So, die Hubschrauber können sich darum kümmern, dann ist das Ding nämlich erledigt. Konstruktion abgeschlossen. So, und die Patrouille haben wir auch gleich schon mal abgefangen. Sehr gut. Wird gebaut. Erledigt? Erledigt. Konstruktion abgeschlossen. Könnt ihr nochmal die Soldaten bitte erledigen? Okay. In Ordnung. Melde mich wieder. Erwarte Ihre Befehle. Okay. Bestätigt. Ja, Sir. Okay. Bestätigt. Okay. Schade. Ich schaffte nicht mehr. Wird gebaut. Gut, ich glaube, die anderen Silos können wir schon mal alle wieder versteuern. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Bestätigt. In Ordnung. Ja, hoppla, was macht ihr denn auf einmal hier? Abgeschlossen. Bestätigt. Nerven soll. Bestätigt. Wird gebaut. Gebäude verkauft. Oh. Euer Bombenpanzer, Angriff! So, dann bauen wir erstmal da eine schöne Flak hin. Gebäude verkaufen. Erwarte Ihre Befehle. Denn jetzt werde ich den Gegner mal richtig ärgern. In Ordnung. Mhm. Konstruktion. Schick deine Raketenwerfer los. In Ordnung. Melde mich. Okay. Wie gesagt, Flak. Wo ist die Werft? Da ist gebaut. Und die zweite bitte noch zerlegen. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Wird gebaut. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Oh. Gebaut. Unser Stützpunkt ist nicht gut. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Ach, ich glaube, das packt sie nicht. Stopp. Nee, packt sie nicht, war klar. Schade. Gut, da werde ich mir was anderes einfach müssen. Ich sehe auch gerade, die 5 Minuten, die ich dazu gehauen habe, sind schon vorbei. Dann würde ich sagen, liebe Leute, ich speichere jetzt mit euch zusammen ab. Und das war die dritte Session von Let's Play Command & Conquer Alarmstufe Rot. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und in der nächsten Session, wie gesagt, könnte es passieren, dass wir das Spiel schon beenden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls auf Seiten der Allianz. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.